So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic 1 bis 16 mit Hild. Ich habe gerade von Taurosses ins Angebot bekommen, dass man bei der Gorilla-Quest hilft. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ob er mir hier vielleicht bei Ulderman helfen kann. Und er hat gesagt, kann er machen. Wir kommen als Ulderman. Ich lasse mich also von ihm in diesem Fall jetzt mal ziehen. Er ist Level 60. So. Denn sonst kommen wir nie im Leben irgendwie nach Ulderman. Ihr seht ja, die Quests sind schon grün inzwischen und ich möchte schon gern Ulderman abarbeiten. Für Sulfarak bekommen wir vielleicht dann wieder eine levelgerechte Gruppe. Ja, und wie nach Ulderman versuchen wir dann mal hier im Schlingendorntal die Truhe des Captains mit ihm zu machen und die Gorilla-Quest. Dann haben wir was zu tun. So, also ab zum Lehrer. Wir waren ja schon ein Weilchen nicht mehr dort. Disziplin gibt es nichts Neues. Aber hier gibt es Blitzheilung 44 und Erneuerung. Und ja, sehr schön. Das nicht, aber Gedankenschinden 285 und wir haben im Moment 204. Das ist schon ein Unterschied. Gedankensicht ist auch nicht so wichtig. Aber Gedankenschlag war eben doch wichtig. Gedankenschinden, nicht Schlag. Und natürlich die Heilung, selbstverständlich. Hier Blitzheilung Rang 4 können wir dann mal rausnehmen. Moment, muss ich erstmal die Leistenfixierung auflösen. Ja. Die Inni meine ich. So, Blitzheilung Rang 5, Erneuerung Rang 7. Machen wir so. Okay, um 5 Funktion Gedankenkontrolle Rang 2. Das brauchen wir gar nicht so oft. Vielleicht sollten wir es ein bisschen öfters einsetzen. Gedankenschinden Rang 4. Und die Gedankensicht Rang 2. Die ist sehr schön, weil das hier geht nur 100 Meter Reichweite, die Gedankensicht. Und die Gedankensicht geht schon 50.000 Meter. Das ist richtig gut. So, gut. Dann fixieren wir mal wieder die Leisten gleich, nachdem wir hier die Schaufel rausgeschmissen haben. Ja, Rest können wir drin lassen. So. Leisten fixieren. Zurück zum Spiel. Gut, ach, jetzt habe ich vergessen, Timer anzuschmeißen. Ja, lass mich mal überlegen, wie kommen wir am besten rüber? Ja, ich denke, ich werde über Dingens gehen, über Booty Bay und werde dann. Ist Booty Bay der kürzeste Weg? Ne, wir gehen über Strangle. Wir fliegen rüber und gehen dann über Strangle, so rum. Okay. Ah, sehr schnell schon umgeklickt. Okay, ja, ihr könnt es natürlich nicht verfolgen hier, den Livestream. Denn wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist es schon eine Woche her ungefähr. Ich habe auch versucht, Livestream zu machen, aber kannst du knicken. Das gibt kein gutes Bild leider. Gut, da ich die Folge jetzt aber auch nicht unnötig in die Länge ziehen möchte, werde ich euch die Reise wieder ersparen und melde mich dann, sobald ich im Ödland bin. Bis dann! So, meine lieben Freunde, ich bin wieder da, hier im Ödland. Das hat euch jetzt wieder einen Haufen Ladezeit erspart. Wir haben uns hier vermehrt, irgendwie.
Aber das passt schon. Wer ist denn Johnny Johnny? Wieso müssen wir noch einen suchen? Verstehe nicht. Wir müssen doch nicht porten. Wir müssen doch nur rein. Wir können doch als Zweiter rein. Was ist denn das jetzt? Stabhochsprung? Hey, nicht spammen. Wenn im Hintergrund was rödeln hört, das ist mein Ventilator, der hier hinten rum pustet. Denn heute ist wieder ein sehr warmer Tag. Und bei einem warmen Tag möchte man natürlich auch ein bisschen Kühlung erfahren. So, so. So, so. Na, mir soll es recht sein. Mir soll's recht sein. Zack, zack, zack. Das brauchen wir. Da noch nach Uldermann rein, denn ich will euch ja Uldermann zeigen. Ich glaube, ihr habt es noch nicht gesehen. So, genau, das war die Schrifttafel. Das sind die Pilze. Und das ist der Poladin, der da drin rumliegt. Das wird schön. Vor allem, weil wir uns danach dann in aller Ruhe auf Dingens konzentrieren können, auf Sulfurak. Uns dafür dann eine Mannschaft suchen. Tja, wir sind jetzt in der Terrasse des Schöpfers und hier liegen Leichen rum. Warum? Liegen da Leichen rum? Busch! Okay. Naja, mir ist es recht. Ein bisschen Kohle, why not? Oh Gott, oh Gott! Und jetzt sind die auf einmal alle wieder da. Oh Gott im Himmel. Ja, Beine in die Hand nehmen. Das war jetzt aber hier Massenrespawn oder wie? Mein lieber Scholli. Verlasse Kampf. Na gut. Ja, muss ich die Aufnahme noch zusammenflicken. Ich werde mich jetzt nochmal pausieren, eben bis die beiden hier sind. Denn so lange müsst ihr nicht unbedingt warten. Das geht ja dann schon. Also, bis dann. Um Gottes Willen, guck mal, was gerade bei mir gespawnt ist. Ich war auf dem Desktop, denkt mir nichts Böses. Und an meinem Hintern spawnt ein Kriegsgolem. Und ich denke, was prügelt denn auf mich rein? Gottes Willen. Mann, gehen Sie weg. Shit. Ey. Hallo? Hau ab. Hau ab. Ja, natürlich, Ödland. Ey, geh weg, du. Boah. Alter. Jetzt sage ich auch schon alter Mann. Also nicht alter Mann, sondern Uldermann. Jesus, Maria und Josef. Aha. Naja, hoffen wir mal, dass der nicht rüberkommt. Also, bis die beiden da sind, das dauert noch ein Weilchen. Ich melde mich dann wieder. Das wird halt ein Zusammenschneideorgie, Wahnsinn. So, es geht weiter. Hier vorne kommen sie, Rügenwalder Mühlenfest. Und hier drüben ist der Elite-Kriegsgolem, der mir gerade fast den Arsch aufgerissen hat. Ihr solltet nicht so weit. Hallo, hier, hallo, Golem, hallo, Kriegsgolem, hallo. Da muss ich ihn eben angreifen. Meine Güte. Hallo. Freunde, aufwachen! Sag mal, pennt ihr?
Hallo! Meine Güte! Gibt es doch nicht. Invictus. So. Naja. Schauen wir mal, was wird. Jetzt muss ich gucken. Ihr müsst großräumig aufräumen hier, sonst kriege ich eine auf die Mütze. Großräumig, wirklich großräumig. Die habe ich doch schon. Blöde Halskette. Die blöde, blöde Halskette. Ich habe extra das Inventar noch ein bisschen geleert gehabt. Vorm Flug. Die gleichen Dings weiß ich. Boah, schon wieder eine Motte, hey. Meine Fresse. Kommt hier kein Schaden raus, oder? Ich glaube, ich fress mal so eine Willenskraftputze. Nein, nicht auf dich, auf mich. So. Pilze. Ach, muss ich essen, bis eh zu dick. Mutmaße ich jetzt mal. Ich mutmaße mal. Okay, wie war das mit? Keine Massenpuls. Ja, die machen viel Schaden, ich weiß. Was glaubst du, weshalb ich Hilfe brauche? Ich habe nicht. Ach so, ich habe kein Mana mehr. Kein Mana mehr. Ich bin kein Mana mehr. Verdammt.
Ja, die machen viel zu viel Damage. Aber nicht alle, es sind nur die mit den Spitzhacken, die komischerweise so einen Arsch voll Damage machen. Den wollte ich doch gar nicht. Wieso ist denn das plötzlich da unten? Das ist doch nicht mehr da unten. Oh Mann. Tja. Ach, da liegt er. Jetzt mit der Halskette. So. Falls die sterben, plündere ich jetzt hier schon mal. Nicht, dass ich euch nicht vertrauen würde, aber sicher ist sicher. Du kannst Level 35 Elite-Leute tanken. Du bist der Wahnsinn. Was macht ihr da hinten jetzt? Da ist doch nichts. Oh mein Gott. Naja. Die habe ich schon lang. Die robbt ja jeder trollfte Zwerg hier. Hier sind keine Pilze mehr. Wir können ruhig raus wieder langsam. Und ich habe keinen Mana mehr. Natürlich. Hättet noch schnell seine Freunde, bevor er stirbt. Warum auch nicht? Tja, frag mich mal. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, der holt noch was von seinen Freunden, oder? Nein, oh mein Gott, das war so klar. Schmeiß mal hier Dynamit rein. Ah, das war unklug. Und ich bin nicht in Schattengestalt. Warum sagt mir keiner, dass ich nicht in Schattengestalt bin? Oh mein Gott. Ja. Ah. Wollte nur looten. Also mit Doppel-T, nicht lotten. Ich war vorhin Lotto spielen, 20 Uhr. Und da sagt die Lottofrau, heute nicht mehr. Sag ich, wie heute nicht mehr? Sagt die, ja, wir haben die, also es wurden die Annahmezeiten geändert. Jetzt muss man bis samstags 19 Uhr muss man den Lottoschein abgeben. Gott, jetzt muss ich heute die Daumen drücken, dass ich nichts gewinne. Überlegen, wenn ich heute 6 richtige plus Zusatzzahl bekommen würde und
Ich hätte ja dann für heute keinen Lottoschein, erst für nächsten Samstag wieder. Ich glaube, ich müsste zur Lottogesellschaft fahren und sie in die Luft jagen. Ich glaube, das müsste ich dann, das wäre meine heilige Pflicht. Ich hoffe, das Schicksal ist gnädig und lässt mich heute mal nichts gewinnen. Was heißt heute mal? Mein größter Gewinn in den letzten Jahren war ein Dreier mit Zusatzzahl. Deswegen spiele ich Lotto, weil das muss der Horror sein, nicht Lotto zu spielen, dann kommen die Zahlen, die man normalerweise spielt. Das wäre, boah, das muss übel, übel sein. Okay. Ah, so. Hier. Ah, um Gottes Willen! Oh fuck, fuck! Warum war denn gerade eben nicht da? Oh Mann! Oh Mann, Großmutter Packet, komm, helf! Shit, shit, shit! Warum war denn gerade nicht da? Warum war denn gerade nicht da? Hey, das ist doch nicht wahr! Okay. Ich gehe vor. Ja, komm, den kriegen wir wohl nieder, wenn wir uns auf den konzentrieren. So, jetzt können wir uns trinken. Oder auch nicht. Bei wem sind wir denn in den Fight? Ach, bei dem da. So, jetzt können wir recken. Was? Ich trink mal aus. Nein. Nein, Worst in ist Maraud und BRD. Kommt, kommt, kommt. Wir müssen den jetzt nicht unbedingt looten mehr. Ah, ich habe. Zum Glück haben wir Match dabei. Ha. Mein Wasser reicht nämlich nicht mehr allzu lange. Ist gutes Wasser. Sehr gutes Wasser. Perfekter Mundo. Hier. Mir nach. Die hast du es aber zusätzlich gepult.
die jetzt her? So, ich mache mal kurz eine Pause, morgen geht's weiter.